Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Träumerei. Ja, wir wollen jetzt eigentlich das Vögelchen begraben, aber wir haben hier, ja, Annabelle plötzlich mit in unserer Gruppe. Scheinbar ist es ihr Vögelchen gewesen. Ich weiß nicht genau, was hier los ist. Wir gucken mal. Den Vogel hier begraben. Wie wäre es mit hier, Miss? Na, lass uns einen anderen Ort suchen. Was? Aber... Okay, kann ich hier sonst irgendwas... Und was hier hinten? Wie wäre es hier? Der Garten ist ziemlich groß, Miss. Sind Sie sicher, dass Sie dorthin gehen möchten? Ja. Naja, lass uns nicht. Okay, ich weiß auch nicht, dann lasst ihn uns halt hier begraben. Auf Wiedersehen, ich kannte dich kaum. Ich muss mich wirklich entschuldigen, Miss. Müssen Sie sich denn für alles entschuldigen? Das ist nervig. Tut mir leid, Miss. Oh, Sie tun ja so, als wären Sie schuldig oder so. Tut mir leid. Immer wieder. Fertig. Ja. Ich will nicht unverschämt sein, Miss, aber Sie sollten jetzt wirklich gehen. Meine Familie reagiert nicht besonders nett auf Fremde. Nicht so schnell. Wir müssen noch nach ein paar Blumen suchen für meinen Vogel. Wieso? Nun... Ein Begräbnis wäre doch nicht vollständig ohne Blumen, Dummerchen. Wir haben ihn in einem Garten begraben. Hier sind doch mehr als genug Blumen. Zutze. Also ich hätte gedacht, dass gerade Sie sich an Regeln halten würden. Aber wir haben uns doch gerade erst kennengelernt. Ach, wissen Sie was? Okay, was auch immer Sie sagen, Miss. Wunderbar. Dann werde ich auch ein paar Blumen sammeln. Ich muss sowieso noch ein paar Hausarbeiten erledigen. Sagen Sie, würde das bedeuten, dass wir zwei Vögel in diesem Fall mit einer Klappe schlagen? Noel? Auf Wiedersehen, Fremde. Das war nur ein Witz. Kommen Sie zurück. So, wir sollten das beenden. Ja, genau, so macht man das. Okay, was jetzt beenden? Sind wir fast fertig? Ja, wir brauchen halt noch die Blumen. Oh, ich habe mich schon gefragt, wo dieses Buch abgeblieben ist. Okay. Oh, Teeblätter. Und hier noch? Nee, da geht's gar nicht mehr jetzt. Das ist wirklich Frilly. Und hübsch. Ich glaube, Frilly ist so fein. Sie meint wahrscheinlich das Teeservice. Wir haben eine alte Tischdecke auf dem Dachboden. Okay. Mir ist aufgefallen... dass sie sehr vornehm sind oder sehr freundlich sind. Sorry, Miss. Dafür müssen Sie sich nicht entschuldigen. Aber wirklich. Brüderchen würde es hier vermutlich mögen. Er liebt Blumen. Warum nehmen Sie nicht ein paar für ihn mit, Miss? Oh, schauen Sie. Einen Stein. Bitte machen Sie nichts kaputt. Keine Versprechen. Denken Sie nicht auch, dass ich süß aussehe, Noel? Ja, Miss. Was sollte diese lange Pause? Noel, ich habe mich gefragt, wo sind denn alle? Weg. Noel, kann ich diese Schaufel behalten? Nein. Ah, wir haben sie gefunden. Gut gemacht. Das war einfach, Noel. Okay, wir haben gelbe, also eine bestimmte Blume erhalten. Und reicht das jetzt schon oder müssen wir noch woanders Blumen suchen? Okay. Diese Blumen wären perfekt für sein Grab. Okay, also, Ich guck mal kurz, ob hier noch was ist. Wir können noch nicht gehen. Wie wäre es mit diesen, Noel? Die sind schön, aber lassen Sie uns lieber nach den gelben Carnations suchen. Ja, aber die haben wir doch jetzt eingesammelt. Oder müssen die an eine bestimmte Stelle jetzt? Ich habe hier nicht viel zu sagen. Was sind die hier? Oh, Sie haben die Asphodel gefunden, Miss. Ha, ich bin echt gut darin. Natürlich. Ah, okay, jetzt haben wir noch mehr Blumen. Also ich glaube, wir müssen einfach jeden Zentimeter hier absuchen. Was für ein niedliches Spielzeug. Ihr Name ist Truffles. Freut mich, Sie kennenzulernen, Truffles. Was ist denn? Ich glaube, eben hat mich was getroffen. Hm. Und hier sind die Tamarisken.
Tamarinden? Tamarinden sind Früchte, Miss. Tamarisk erhalten. Hier sind ein paar Nüsse, Noel. Lass sie uns rösten. Natürlich, Miss. Okay, die haben wir jetzt auch noch erhalten. Okay, hier kommen wir jetzt nicht weiter. Und nu? Ich suche weiter jeden Zentimeter ab. Haben Sie irgendwelche Hobbys? Ja. Super Unterhaltung. Ich bin erschöpft. Wir können uns hier ausruhen, wenn Sie möchten. Nein, nein. Annabelle gibt nicht auf. Richtig. Hier gibt es nicht wirklich viel zu tun. Nun, zumindest ist es friedlich. Sind das die Blumen, die Sie brauchen? Perfekt. Das ist die Heather. Gut gemacht, Miss. Wieso wissen Sie so viel über Blumen, Noel? Ich habe ein Buch über Blumen, Miss. Hätten Sie das gerne? Nein, schon in Ordnung, Noel. Wie wäre es mit einem Buch über... Oh, was waren Eggplants nochmal? Ich glaube, das ist so eine Frucht. Ein Gemüse. Ich weiß aber gerade nicht genau, wie die heißt. Definitiv nein. Okay, Heather Flowers haben wir jetzt auch. Diese Blumen sind wirklich schön. Ja. Und sie sind rot, wie ihre Augen. Die mag ich sehr. Sie haben so eine liebenswerte Farbe. Danke, Miss. Okay, aber genommen haben wir sie nicht. Ich frage mich, was werden Sie tun, wenn Sie fertig sind mit Ihren Hausarbeiten? Nichts. Haben Sie hier irgendetwas Seltsames gesehen, Noel? Ja. Okay. Immer noch nichts. Vielleicht das nächste. Ich frage mich, wie können Sie so glücklich sein, Miss? Ach, mich zieht nie was runter. Was bringt es schon, traurig zu sein, wenn es so viel leichter ist, zu lächeln? Nun, mir fallen da ein paar Gründe ein. Oh. Noel, ist da etwas? Leider nicht, Miss. Na gut. Geduld, Miss. Ach, mir reicht's mit dem Miss. Nennen Sie mich einfach Annabelle. Es tut mir leid, Miss. Ich bin das so gewohnt. Ah, ich habe das Gefühl, dass Sie mich aufziehen wollen. Sorry, Miss. Ach, vergessen Sie, dass ich irgendwas gesagt hatte. Oh, diese Carnations sind ja rot. Ja, sie repräsentieren Bewunderung, Miss. So. Das war alles, richtig, Noel? Ja, vielen Dank, Miss. Wow, dieser Ort ist... schick? Vollgestopft, aber das ist auch okay. Es tut mir leid, Miss. Wenn ich gewusst hätte, dass ich Besuch erwarte, hätte ich etwas aufgeräumt. Ach, es reicht mit den Entschuldigungen. Ach ja, richtig. Sorry. Und wieder entschuldigt er sich. Okay. Oh, ein Grabstein. Das ist nur zur Dekoration, Miss. Hier ist niemand außer uns. Super. Das ist ja deprimierend. Und das hier? Nee, noch nicht gehen. Vielleicht bald. So viele Blumen. Die mag ich ziemlich, Miss. Und Kürbisse. Ja. Sie haben hier genug Kürbisse, um 100 Kuchen zu backen. Bitte erwähnen Sie die Kürbisse nicht mehr. Wieso? Einfach nicht. Bitte. Okay. So viele Blumen. Ah, okay, das ist aber jetzt das Gleiche. Also es ist nicht mehr so wie auf dem vorherigen Screen, wo echt auf jedem Zentimeter ein anderer Dialog getriggert wurde. Ist hier jemand begraben? Nein. Okay. Was ist hier vorne? Lassen Sie uns hier entlang. Dort finden Sie keine Blumen. Oh. Ich werde die Blumen nur kurz in ein Gefäß stecken, Miss. Oh, okay. Wir haben sowieso schon genug Blumen gesammelt. Danke. Hey, okay. Die Blumen hier platzieren. Wie viele Blumen haben wir überhaupt? Ich habe nicht mitgezählt. Ja, das glaube ich. Eine alte Uhr. Die Hände zeigen konstant auf 3 Uhr morgens. Wie dieses Ende vom Ritual. Ob das eine Bedeutung hat? Vielleicht sind wir gefangen oder sowas. Das wäre cool. Das repariere ich später. Da ist die Heather. Ach so, sie machen jetzt in jedem der Töpfe eine andere Pflanze, oder wie? Werden wir noch genug Blumen für die anderen Gefäße haben, Noel? Natürlich, Miss. Und wenn nicht, können wir ja noch weitere holen.
Okay, dann machen wir das jetzt einfach mal. Miss, Ihr Bruder muss sich sicherlich schon große Sorgen um Sie machen. Ja, definitiv. Aber machen Sie sich denn gar keine Sorgen um ihn? Nicht wirklich. Okay. Und hier? Hatten Sie nicht erwähnt, dass Sie eine Familie haben, Noelle? Natürlich, Miss. Nun, wo sind Sie denn? Oh, schauen Sie, hier können wir die Tamarisk platzieren. Okay, ich gehe mal da weiter. Nee, das geht nicht. Ah doch. Wir sind hier fertig, richtig? Ja, Miss. Na endlich. Na, das hat doch Spaß gemacht. Aber jetzt muss ich echt mal gehen. Ja, so sehe ich das auch. Ich kehre jetzt zurück. Ich habe noch so viel, um das ich mich kümmern muss. Aber bevor ich gehe, möchte ich Ihnen das hier geben. Oh, ein Ticket. Wow. Ich hatte eins über, deswegen dachte ich, ich gebe es Ihnen. Danke sehr, Miss. Mögen Sie es nicht? Nein, es ist nur... Sieht aus, als hätte jemand drüber gemalt. Außerdem sollten Sie das niemandem geben, den Sie gerade erst kennengelernt haben. Tja, werden Sie es denn verwenden? Naja, da ist kein Datum drauf oder ein Ort. Wann läuft das überhaupt ab? Ach, jetzt sind Sie aber unverschämt. Dieses Zugticket ist total in Ordnung. Miss, wäre es in Ordnung, wenn ich Ihnen das zurückgebe? Wieso? Naja, um ehrlich zu... Nun, ich würde lieber sterben, als einen Schritt nach draußen zu tun. Gut. Ich werde das Thema nicht mehr... ich werde das Thema nicht mehr ansprechen, wenn Sie nicht darüber sprechen wollen, aber... Denken Sie an mein Angebot. Wenn ich nach diesem Zug suchen wollen würde, wo müsste ich denn dann überhaupt hin? Das ist ja nur ein Papierstück mit einem Elefanten draufgemalt. Das ist kein Elefant. Und Sie müssten schon ganz schön dumm sein, um diesen Zug zu verpassen. Das ist der einzige, der hier, der hier unterwegs ist. Ich hoffe, dass Sie mein Angebot annehmen werden. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Sehr mysteriös. Okay, hier sind die verschiedenen Teetassen. Ui, was ist jetzt? Ich guck mal kurz. Nee, da macht er nichts. Viele Blumen. Ah, die Puppe nehmen. Folge mir, Truffles. Du solltest sowieso nicht hier draußen sein. Die Puppe hält ein kleines Stück Papier fest. Ah, Papierstück 2 erhalten. Dafür, dass das ein dummes, altes Tagebuch ist, ist das ziemlich gut gemacht. Ich frage mich, wem das gehörte. Kann niemand sein, den ich jemals kennengelernt habe, schätze ich. Schließlich wurde ich gerade erst hierher geschickt. Ich frage mich, wie lange es dauert, bevor sie Angst vor mir haben und mich wieder wegschicken. Aber ich kann nicht anders, als zu hoffen, dass sie mich hier bleiben lassen. Alle hier sind so nett. Sie fragen auch gar nicht wegen meiner roten Augen oder den Haaren. Sie lassen mich sogar so viele Bücher lesen, wie ich will. Vielleicht sollte ich auf die Hausdamen hören. Ich sollte wohl besser doch nicht ganz oben auf den Bücherregalen lesen oder den Leitern, selbst wenn ich niemals verletzt wurde. Oh, jemand ruft nach mir. Steak? Ist einfach dein Abendessen, Noelle. Aber warum ist es so blutig? Könnte ich bitte das Dessert haben? Nein. Willst du denn nicht groß und stark werden? Ich bin schon stark. Da hast du wohl recht. Diesmal darfst du das Abendessen überspringen. Danke. Und, was werden wir heute Abend haben? Der heutige Nachtisch ist Blutpudding. Tja, vom Regen in die Traufe, würde ich sagen. Ja, wir behalten das Stück Papier. Ah, wie cool, jetzt haben wir die Puppe dabei. Ein fluffiger Stuhl. Haben wir hier noch irgendwas Neues? Ein fluffiger Stuhl. Viele verschiedene Blumen. Hier haben wir Blumen. Na gut. Lass uns zurück nach Hause gehen. Ui, das ist jetzt aber dunkel hier. Okay, ein altes Buch. Das war tatsächlich ein ziemlich guter Roman. Okay.
Das ist wieder ein Sessel. Können wir das vielleicht anmachen? Ein dekorativer Spiegel hängt an der dunklen Wand. Was? Das Licht von den Kerzen lässt es eher leuchten? Aber die sind doch nicht an. Ich hasse Spiegel wirklich sehr. Möchtest du dir deine Reflexion anschauen? Ja? Lieber nicht. Oh. Okay, das ist ein Schrank. Als du dich ihm näherst, hörst du ganz leise Stimmen. Öffnest du den Schrank? Ja. Als du den Schrank öffnest, siehst du eine alte Puppe, die sich unter einigen Objekten versteckt. Ein grausames Grinsen ist auf das bleiche Gesicht der Puppe genäht worden. Ihre Augen starren in die Leere. Vorsichtig legst du die Puppe neben die andere. Während Noel sein geliebtes Tagebuch aus einer Sammlung verschiedenster Romane und Faksimiles aufhebt. Tagebuch erhalten. Okay, jetzt haben wir also das Tagebuch. Hä? Woher haben wir denn Münzen? Okay, habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Okay, jetzt haben wir das also. Können wir hier noch irgendwas machen? Scheinbar nicht. Ich hasse Spiegel. Nein, gucken wir uns nicht an, weil das will er ja nicht. Okay, dann gehe ich hier mal raus. Ich schätze, ich kümmere mich nun... ich schätze, ich habe mich nun um alles gekümmert. Nun, das war's, denke ich. Jetzt ins Bett oder... Oh! Okay... Oh, die Tür zuhalten. Ja? Umdrehen? Ja? Oh, super. Freut mich, dich wiederzusehen. Hä? Als er sich umdreht, sieht er eine ziemlich heruntergekommene Puppe. Die leeren Knopfaugen scheinen Noel anzustarren. Hallo, mal wieder. Was tust du denn hier? Ich bin mir ziemlich sicher, Großmutter würde nicht wollen, dass du hier bist. Die antiquierte Puppe scheint sich umzudrehen. Tut mir leid, aber ich schätze, du hast nicht vor, demnächst zu gehen. Die Puppe mit bräunlichem Haar, die sich immer noch von Noel weggedreht hat, schüttelt lethargisch mit dem Kopf. Gut, ist in Ordnung. Aber wo ist denn diese Puppe? Da ist nur ein Stuhl. Okay, wurde lange nicht verwendet. Ja, wir könnten jetzt ins Bett gehen. Ich weiß halt nicht genau. Ich speichere mal nochmal. Falls wir eigentlich hier noch was finden könnten. Das hier hatten wir ja schon, oder? Die habe ich alle schon gelesen, sagt er hier sowieso. Okay, naja gut. Ist hier noch irgendwas Neues? Sieht nicht so aus. Oder hier? Na gut, ich glaube, wir legen uns mal schlafen. Oh, es ist zu früh, um schlafen zu gehen. Na gut. Können wir hier nochmal... Vielleicht kann ich auch sagen, Liste nicht lesen und dann trotzdem raus. Ah, willst du ein Spiel spielen? Ah, die archaische Puppe nickt wieder. Nickt. Ich würde vorschlagen, wir spielen Karten. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Großmutter hier irgendwo ein Deck Karten besitzt. Nein, singen steht außer Frage. Zusammen mit Fang spielen. Ich würde es bevorzugen, wenn wir nicht noch eine Vase kaputt machen. Okay, dann Versteck spielen. Ich bin dran. Du hast ja letztes Mal betrogen. Hä? Nein! Vielleicht hier im Schrank? Ja, wir öffnen ihn. Scheint nichts drin zu sein. Wir schauen genauer. Okay, man sieht so eine kleine Bewegung aus dem Augenwinkel. Was? Wir greifen durch den Spiegel hindurch. Die Puppe gefunden. Ach. Wie oft soll ich dir noch sagen, dass du nicht betrügen darfst? Die alte Puppe stampft mit ihren Füßen auf den Boden wegen dieser unfairen, wie nennt man das?
Ja, weiß ich auch nicht. Sorry. Wir können nicht noch eine Runde spielen. Ich bin beschäftigt. Die Puppe sackt in sich zusammen. Ja. Es tut mir wirklich leid. Wir können ein andermal spielen. Aber ich muss dich noch weglegen. Also hier nehme ich an. Los, weg. Wieso hat Großmutter nur so viele Puppen? Noelle schaut sich die Puppen genauer an und sieht ein kleines goldenes Objekt zwischen ihnen liegen. Oh, ein Dolch erhalten. Hier ist er also gelandet. Ich habe überall gesucht, ich dachte, ich hätte ihn verloren. Bitte schau mich nicht so an. Ich weiß, du bist derjenige, der den Dolch versteckt hat. Wer denn? Das wird nicht nötig sein. Okay. Okay, da sollen wir gerade scheinbar nicht lang. Da auch nicht. Ich guck noch mal hier. Nö. Oder doch hier? Da können wir auch gerade nichts machen. Oder muss ich vielleicht... Was ist denn mit dem? Ein goldener Dolch. Der ist dir sehr wichtig. Okay. Ich guck mal, ob hier was ist. Eine Armrest. Da sagt er nichts. Irgendwo muss hier ja was sein. Okay, da sagt er leider auch nichts. Da auch nicht. Ah, hier. Oh Mann, ich hab's einfach nur nicht getroffen. Okay. Ich möchte einfach für alle Ewigkeit auf meinem Zimmer bleiben. Ich möchte auch nie wieder mit ihr zu tun haben. Naja, vielleicht sollte ich mein Tagebuch weglegen. Ich möchte es nicht einfach so herumliegen haben. Na gut. Eines Tages muss ich diese Bücher unbedingt sortieren oder aussortieren. Es scheint, dass das erste Regal bereits voll ist. Eine Schande. Welches Regal? Hä? Keine Ahnung. Dann das zweite? Für ein so dickes Tagebuch ist da kaum Platz. Schade. Ja, keine Ahnung, dann halt ein anderes. Das dritte? Da ist noch dieses Spinnenweben. Das mache ich lieber nicht. Okay, dann haben wir das vierte. Ein bisschen zu hoch, bedauerlicherweise. Und ich darf ja nicht mehr auf die Bücherregale draufklettern. Außerdem ist das reserviert für die langweiligen Bücher. Na gut, dann haben wir ja nur noch das letzte. Das fünfte. Okay, das sollte funktionieren. Ah, aber das ist viel zu hoch für mich. Dann nimm diesen Stapel. Oder das hier? Ja, den nehmen wir. Der ist viel zu kurz. Der nützt mir nichts. Den sollst du ja auch nur als Hilfe benutzen. Hä? Aber das ist so ein gutes Buch, dieses Buch mit Fabeln. Wie konnte ich es nicht auf dieser einen Seite offen liegen lassen? Hä? What? Okay. Oder dieses hier vielleicht. Aber eigentlich wollte ich es da doch nicht hinlegen. Kann ich das hier nehmen? Auch nicht. Das ist ja doof. Tja. Vielleicht bewirkt das, dass man ein anderes Ende halt hat. Ich speichere mal nochmal. Ich bewahre hier Süßigkeiten auf. Also nein, danke. Okay, also... Das nimmt er scheinbar nicht. Was ist mit dem Bett? Da liegen lassen? Das letzte Mal, als ich ein Buch als Kissen verwendete, da sind die Seiten ganz zerknickt. Das tue ich lieber nicht. Okay. Ach so, wir schmeißen das Tagebuch gegen den Spiegel. Wieso sollte ich das mit einem perfekten Buch tun? Weiß ich auch nicht, weil du es mir gerade angeboten hast. Okay. Eine Schande. Vielleicht kann man hier noch woanders hindrücken? Viel zu hoch. Okay. Ich guck mal, ob wir hier nochmal... Ach, verflixt, jetzt habe ich wieder gedrückt, dass wir die Liste lesen. Okay, also er geht schon noch hierher. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass wir hier jetzt irgendwas finden. Ich frage mich, warum wir so viele Stühle haben. Oh, hier haben wir Paper Scrap 3 gefunden. Cool. Schau nicht so niedergeschlagen, Junge. Erfreue dich. Das sagst du so leicht. Wenn du vielleicht nicht so ärgerlich dreinschauen würdest,
dann hätten sie dich nicht hierher zurückgeschickt. Oder vielleicht beweist es auch, wie inkompetent ihr alle seid. Aber ich würde ihnen keine Vorwürfe machen. Ich meine, wer, der alle seine Sinne beisammen hat, würde denn einen rotäugigen Freak adoptieren? Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass du verantwortlich warst für diese Reihe an Morden. Sie müssen ihn gemietet haben. Also, wie sagt man das denn? Sie müssen ihn, unter Vertrag genommen haben. Ich frage mich, was mit dem vorherigen passiert ist. Ich habe gehört, von dem, was ich so gehört habe, wundert es mich, dass du zu uns zurückgeschickt wurdest. Es ist ja nicht so, als würdest du zu uns normalen Leuten passen. Erbärmlich. Bitte was? Sprich lauter, Kind. Ich sagte erbärmlich. Ich wollte schon immer wissen, wie es sich anfühlt, Müll zu sein. Also bitte, sag es mir. Er wurde also dahin zurückgeschickt. Wohin? Das ist mir nicht so ganz klar. Er guckt immer noch seine Reflexion nicht an. Wir können das nochmal öffnen und können uns auch den Inhalt nochmal angucken und können uns nochmal alle rein angucken. Okay, gucken wir ganz oben erstmal. Hier sollte etwas Nützliches sein. Ich denke, ich sollte eines dieser Objekte an mich nehmen. Ein Amethyst? Oh, ein Grappling Hook. Das wäre doch cool. Das versuche ich mal. Kann ich nochmal die anderen? Nein, jetzt habe ich das nochmal. Sorry. Okay. Gucken wir mal das nächste. Mittlere Reihe. Das hört sich alles eigentlich nicht so sinnvoll an. Huch. Wieso so lange nachgedacht? Okay, und jetzt? Unten? Oh, oder Rope Ladder. Das könnte auch sein. Rope Ladder, sorry. Nicht Ladder. Das ist was anderes. So, dann probieren wir das nochmal. Ob wir jetzt das Journal zurückstellen können. Ja, Grappling Hook. Das wollte ich schon immer ausprobieren. Das war lustig. Ja, und hast du es jetzt geschafft? Nein, besser nicht. Die Leiter benutzen. Ach, jetzt haben wir es aber geschafft. Okay, jetzt haben wir das Tagebuch tatsächlich ganz oben ins Regal gestellt und dabei flog aber ein cremefarbener Brief hinab. Oh, das ist... Ach, egal. Das behalte ich erstmal. Brief erhalten. Was ist das denn für ein Brief? Ein alter, zusammengeknüllter Brief. Schade, ich kann ihn halt nicht lesen. Das ist aber irgendwie lustig, dass man hier verschiedene Dinge scheinbar ausprobieren konnte am Regal. Na gut, ihr Lieben, ich mache jetzt an der Stelle erstmal einen kleinen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Träumerei Kapitel 1 wieder. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.